ich mache hier gerade die Unitour von der FAZ mit. Und ja, wir promoten ein bisschen die Zeitung und versuchen, die an die Studenten ranzubringen. Gerade als Student kann man natürlich als Promoter flexible Einsatzzeiten kriegen. Man kann mehr oder weniger seinen Arbeitsplan individuell gestalten und kriegt eigentlich relativ schnell gutes Geld. Ein Gewinnspiel mit unseren ganzen Studenten hier. Mein Job ist es, die Leute anzusprechen und zu animieren für lustige Fotos. Wir versuchen, unser Produkt in anderen Bundesländern vorzustellen. Wir haben sehr viel Resonanz, positive Resonanz, und die Leute sind sehr interessiert. Die Hamburger sind ein sehr lockeres Volk, muss ich mal sagen. Moin, moin. Ich bin hier als Projektleiterin mit unterwegs mit meinem 10-köpfigen Promo-Team. Und ja, wir sind hier unterwegs und versuchen, die Studenten zu motivieren, hier Zeitung zu lesen, sich hier hinzusetzen, zu entspannen. Studenten sind eine interessante Zielgruppe, weil sie, weil sie sich einfach bilden wollen. Und da denken wir, dass einfach eine Zeitung ganz gut passt, dass Studenten gerne was lesen, dass Studenten auch Zeit haben, was zu lesen. Ja. Und auch das nötige Geld investieren wollen, wenn sie meinen, dass sich das lohnt. Der Job macht viel Spaß, ist aber auch sehr anstrengend. Man muss immer wieder den Mut fassen, auf Leute zuzugehen, auch wenn man Absagen bekommt oder wenn die Leute kein Interesse haben. Aber es macht auf jeden Fall auch viel Spaß, weil man schafft es auch schnell, Leute zu begeistern. Als Promoter arbeiten Leute, die sehr kommunikativ sind, die offen sind, die gut auf Leute zugehen können und die Spaß daran haben, eben Marken oder Produkte zu vertreiben einfach und zu vermarkten. Die lustigste Aktion war eigentlich, als ein Mädel sich ein Kleid gebastelt hat, komplett aus Zeitung, und total den Spaß daran hatte, ihre Freundin noch mitgebracht hatte, und die haben dann ewig gebastelt und halt ein richtig cooles Foto geschossen hier mit der Zeit. Gerade wenn die Studenten gerade von der Pause kommen oder kurz vor Feierabend sind, dann sind die sehr, haben sie sehr große Lust daran teilzunehmen. Ja. Also ist gut gelaufen bisher. Annalena, ich komme aus Frankfurt. Es ist eigentlich anstrengend, in eine andere Stadt zu fahren, aber es ist trotzdem sehr interessant, gerade weil es andere Städte sind. Ich arbeite gerne als Promoter, gerade weil man viel Kontakt hat zu den Menschen, und es ist sehr abwechslungsreich. Ich fange zum Wintersemester mein Studium an, Kommunikationsdesign, und ja, schauen wir mal, wie es wird. Hamburger sind zunächst skeptisch, aber danach sind sie sehr freundlich, offen, ja, also ganz interessante Menschen. Das Witzigste war, als ein Mädchen unbedingt einen Kopfstand machen wollte mit mir zusammen, und sie hat mich wirklich gut überredet, wir haben ein super Foto gemacht. Studenten arbeiten viel als Promoter, weil das einfach ein Job ist, den man sich gut zeitlich einteilen kann. Da ist man flexibel, und ja, das passt ganz gut zwischen Vorlesungen oder auch mal in die Semesterferien. Die Hamburger sind ein bisschen schwieriger zu überzeugen als andere Leute, aber ich glaube, wenn die Sonne scheint und wenn die alle Mittag gegessen haben, dann sollte es uns gelingen, auch noch ein paar Hamburger auf die Fotos zu kriegen.